Mein Name ist Ernst Merkinger, ich bin 27 Jahre alt. Der eine oder andere wird mir wahrscheinlich kennen von meiner letztjährigen Reise von Wien nach Marrakesch. Und dieses Jahr mache ich den Alpe Adria Trail, der sich vom Großglockner Richtung Adria zieht. Das Schöne am Alpe Adria Trail ist, dass ein Highlight das nächste Jahr. Es sind insgesamt 37 Etappen, 750 Kilometer und tausende Höhenmeter, die es in sich haben, rauf und runter, Tag ein, Tag aus. Und ja, das geht schon an die Substanz. Warum genau der Alpe Adria Trail? Also wenn man sich den Trail ein bisschen genauer ansieht, was der alles zu bieten hat, mit den Seen, mit den Bergen, mit den wunderschönen Landschaften, aber auch genauso mit dem Historischen. Das wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen und deswegen bin ich an Bergwelten herangetreten und habe sie gefragt, ob das möglich ist, dass wir das gemeinsam realisieren. Es hat sich seit 2016 bei mir so eingeschlichen, dass ich einmal im Jahr Weitenwandern gehen muss. Die Faszination des Weitwanderns ist de facto für mich das Abenteuer, das man Tag für Tag hat, die Menschen, die man antrifft, das Kulinarische, die Landschaften und die qualitativ hochwertigen Gespräche. Das sind keine Smalltalks, die da stattfinden, sondern das sind Gespräche, das sind Dialoge, die Tiefe haben und die einen Mehrwert haben. Ich glaube, das Thema Entschleunigung ist nicht nur mir wichtig, sondern das ist allgemein in dieser schnelllebigen Zeit extrem wichtig. Ich komme ja aus einer sehr schnelllebigen Sparte wie Social Media, wo auch in gewisser Hinsicht sehr viel Oberflächlichkeit vorherrscht. Und da ist es mir auch wichtig, zu entschleunigen, in der Natur zu entschleunigen und auch genauso in der Natur wieder diese Tiefe zu suchen und auch diese Verbindung zu sich selbst, um sich selbst auf den Grund zu gehen und um sich zu verwurzeln. Und flüchte auch in gewisser Hinsicht ein bisschen aus dieser schnelllebigen Zeit. Genieße die Ruhe, genieße die Gedanken, die da zum Vorschein kommen durch diesen kontemplativen Akt, durch dieses Gehen. Es ist schon eine Herausforderung, insbesondere Instagram mit dem Wandern zu vereinen, weil das widerspricht sich in sich selbst. Aber gleichzeitig ist es auch schön, Leute zu inspirieren, selbst sich aufzumachen, über einen längeren Zeitraum hinweg unterwegs zu sein. Weil dann eben Gedanken zum Vorschein kommen, die so in der schnelllebigen Zeit, in der Hektik an sich nicht in dieser Klarheit zur Geltung kommen. You can pass wherever you want. Wow! Ist drauf?